Sie können sich vorstellen, dass Frau Aparicio und ich heute gerne ein anderes Ergebnis verkündet hätten, nämlich den knappen Einzug in den baden-württembergischen Landtag. In den 14 Wochen, in denen wir im Landtagswahlkampf waren, im Übrigen einem sehr engagierten Landtagswahlkampf mit herausragend gut besuchten Veranstaltungen, hatten wir auch das Gefühl, dass es vielleicht am Wahlabend knapp wird, aber doch erfolgreich wird. Das, was wir in der Schlussphase dann leider zur Kenntnis nehmen mussten, war, dass dieser polarisierte Richtungswahlkampf dazu geführt hat, dass wir vom Richtungswechsel, den die Bevölkerung nachhaltig wollte, leider nicht in dem Umfange profitieren konnten, sondern viele strategische Wähler in der Schlussphase auch deshalb verloren hatten, weil das baden-württembergische Wahlrecht bei vielen den Eindruck hinterlassen hat, dass eine vielleicht unsichere Stimme für die Linke, wenn sie denn bei 4,8 oder 4,9% hängen bleibt, Herrn Mappus am langen Ende doch noch zum Wahlsieg verhilft. Und es ist ja schon viel von Wählerwanderungen die Rede gewesen. Wir müssen leider Gottes zur Kenntnis nehmen, dass die Linke in Baden-Württemberg über 30.000 Stimmen an die Grünen abgegeben hat. Und ich denke, das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass viele sich in letzter Sekunde dafür entschieden haben, dem Slogan Mappus muss weg zwar Rechnung zu tragen, aber Angst davor hatten, dass mit den Stimmen der Linken, wenn sie unter 5% bleiben, nach, wie gesagt, diesem baden-württembergischen Wahlrecht Herr Mappus am langen Ende doch noch erfolgreich ist. Es ist gestern für die SPD und für die Grünen relativ knapp ausgegangen. Sie haben das verfolgt. Es sind 3 oder 4 Mandate, die zwei Blöcke voneinander trennen. Und es hätte auch anders ausgehen können. Und deswegen waren wir der festen Überzeugung, sind es auch heute noch, ein wirklicher Politikwechsel ist nur mit der Linken zu machen. Wir werden uns in Baden-Württemberg neu positionieren, jetzt in Ruhe analysieren. Wir wollen, was Frau Lötsch auch schon angesprochen hat, uns in der kommunalpolitischen Verankerung stärken. Und wir wollen als einzige linke Kraft künftig Oppositionsarbeit auch außerparlamentarisch weiter zu den Kernthemen unserer Politikfelder betreiben.